Und damit heiße ich euch erstmal herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von The Book of Unwritten Tales 2. Ich muss mich mal gerade eben noch vernünftig hinsetzen und dann können wir auch direkt loslegen. Wir waren ja unterwegs mit dem Vieh, beziehungsweise hier mit Nate, aber das Vieh soll ja hier nicht runter. Deswegen wechseln wir mal wieder schnell. Ja, mit ihm müssen wir jetzt irgendwie, naja, gucken, was da so abgeht. Das Vieh haben wir schon befreit, ne? Die Ranken waren ja kitzlig. Und jetzt müssen wir uns irgendwie um Ivo und Ivos Mutter kümmern. Am liebsten würde ich da hochgehen, der alten Schreckschraube links und rechts eine verpassen und Ivo da rausholen. Aber Ivos Mutter ist eine mächtige Priesterin. Sie könnte mich vermutlich auf dutzende Arten ausschalten, ohne dass ich wüsste, was passiert ist. Ich muss vorsichtig sein. Alles klar. Ich habe die Maus nicht bewegt. Ich so jetzt. Okay. Okay, wir betrachten erstmal Ivo. Sie sieht aus, als würde sie schlafen. Aber ihr Vater meinte, es sei mehr als ein Schlaf. Für sie würde die Zeit stillstehen. Okay, das sieht irgendwie aus wie Blumenkohl oder sowas. Okay. Warum hat sie Ivo plötzlich einschlafen lassen? Hatte Ivo etwa selbst ihren Eltern verheimlicht, dass sie schwanger ist? Hat sie vielleicht sogar deswegen den Elfenhain verlassen? Er mutmaßt wirklich richtig. Ivos Vater hat gesagt, dass nur sie Ivo aufwecken kann. Sie muss es aus freien Stücken tun. Niemand kann sie dazu zwängen. Das ist Cheep Cheep, Ivos Vogel. Er und ich sind nicht gut miteinander ausgekommen. Er ist ein aufgeblasener Gockel. Und er sagt dasselbe von mir. Von dem haben wir aber in diesem Teil, im zweiten Teil, noch nicht viel gesehen. Sein Job war es, mich von Ivo fernzuhalten. Das hat er mir jedes Mal mehr als deutlich zu verstehen gegeben, wenn ich mich ihr nähern wollte. Hätte er doch bloß auch so einen guten Job gemacht, nachdem ich weg war. Tja. Ich würde mal sagen, er ist aber dann zu nah rangekommen. Okay, was können wir denn sonst noch alles beobachten? Betracht den Balken. Vielleicht könnte ich die Königin auf den Balkon locken, mir dann Ivo schnappen und... nein. Wo sollten wir schon hin? Schon. Erstmal alles anklicken, erstmal gucken, was wir überhaupt machen können. Ihre Mutter könnte sie Monate oder sogar Jahre lang in diesem Zustand lassen. Ich muss sie aufwecken. Das hat sie trotz allem nicht verdient. Sie sieht aus, aber ja. Okay, da wird immer das Gleiche gesagt, auch bei der Mutter. Ich muss sie überzeugen, dass sie nicht in Ivos bestem Interesse handelt. Sie will ihrer Tochter nicht schaden oder ihr unnötig wehtun. Was können wir denn doch so alles anklicken? Ach, den Spiegel. Ivos Spiegel. Als ich hier war, saß allerdings die meiste Zeit ihr dicker Vogel davor. Ja, das ist richtig. Hier aber wunderschön auf dem Schmuckkästchen. Das Orakel auf Tugator kann durch alle spiegelnden Oberflächen schauen. Für ihn wird das hier ein Fest sein. Er liebt Dramen. Ja, das ist absolut korrekt. Können wir den nicht dahin? Ich glaube nicht, dass wir weg... Als wir rausgefunden hatten, woher das Orakel so viel über die Welt weiß, haben wir uns einen Spaß daraus gemacht, uns mit nackten Hintern auf Spiegel zu setzen. Wir mussten damit aufhören, als es anfing, uns absichtlich falsche Vorhersagen zu machen. Oh. Okay, wir müssen... Was sagt er noch was? Das Orakel auf Tugator kann durch alle... Für ihn... Okay. Ich habe gerade überlegt, ob wir vielleicht wegfliegen könnten. Ich muss mal eben was nachschauen. Momento. Gut. Alles klar. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ob wir vielleicht doch wegfliegen könnten, aber ich glaube eher nicht. Lorem ipsum. Lorem ipsum. Ich will nicht ausschließen, dass Sie ein Buch dazu hier haben. Aber selbst wenn, würde darin die Position der Stadt nicht erwähnt werden. Forscher und Schatzsucher suchen die Stadt seit Jahrhunderten. Das ist absolut korrekt. Den Drachenkopf, dazu haben wir noch nichts gehört von ihm. Den hier haben wir schon gesehen. Oder gehört.
Ich hatte bisher nur einmal mit einem Drachen zu tun. Die gute war vielleicht nicht ganz dicht, aber harmlos. Das ist absolut korrekt. Erster Teil in der Höhle, ja. Mal komm. Ich habe nie verstanden, warum es in Ordnung sein soll, Drachen die Köpfe abzuschlagen. Drachen sind vernunftbegabte Wesen. Kein schöner Brauch. Das erlebt man aber echt überall, ne? Kommt ein Drache, direkt muss der Kopf runter. Nö, direkt muss der Kopf runter, ich brauche einen neuen Helden. Ne? So ungefähr. Leute sagen, das Wasser hätte heilende Wirkung. Vielleicht sollte ich ein, zwei Fass davon mitnehmen und verkaufen. Nein, lieber nicht. Lass es einfach sein. Okay, hier haben wir... Ich dachte, die Trauerweide. Oh, die sieht echt traurig aus jetzt wieder. Das ist seltsam. Als ich das letzte Mal hier war, sah der Baum viel glücklicher aus. Oh, Ivo. Okay, wir gucken mal ganz kurz, ob wir vielleicht was auf dem Schiff machen können. Es ist echt laut hier, wa? Mein Gott. Ich bin schon nah am Mikrofon dran, aber irgendwie ist das echt trotzdem ziemlich laut da. Bienen? Das Vieh hat eines Nachts einen Angriff auf dieses Bienennest gestartet. Es behauptet bis heute, es sei der süßeste Triumph seines Lebens gewesen. Es hat 3 Tage gedauert, bis die Bienenstiche so weit abgeklungen waren, dass es wieder normal in einem Bett liegen konnte. Ja, eine, was sagt die Rolle, Schnur? Keine Spur von Arbor, aber er hat diese Rolle Bindfaden liegen gelassen. Vielleicht wollte er damit Büsche zusammenbinden oder etwas in der Art. Der Kurze wird nichts dagegen haben, denke ich. Einfach mal mitnehmen. Wo ist Arbor denn? Der hatte ja hier seinen Topf. Der Topf ist ja auch nicht mehr da. Aber die beiden sind auch da. Ich habe mich nie viel für Pflanzen interessiert. Aber in diesem Garten gibt es Dinge, die ich noch nirgendwo anders gesehen habe. Diese 2 Pflanzen da zum Beispiel. Es sieht aus, als würden sie einander wirken. Alles klar. Nein, er hat wirklich keine Ahnung von Pflanzen und Beziehungen oder sowas. Es sieht aus, als würden sie einander würgen. Ach du heilige Scheiße. Okay, wir gehen nochmal hoch. Wir haben jetzt eine reißfeste Schnur. Hier können wir auch nur gehen, die Schwerter drehen. Betrachte die Blüte, lol. Das haben wir noch gar nicht. Ja, das haben wir noch nicht wirklich angeklickt. Wegen so einer Blüte wurde ich beinahe einmal verhaftet. Ich wusste nicht, warum sie fast überall verboten sind, bis ich zum ersten Mal gehört habe, wie jemand darauf gespielt hat. Oh ja, machen wir doch. Ach, schade, können wir nicht. Nehmen wir doch mal den Zylinder. Können wir den mitnehmen? Vielleicht ist der Zylinder ein Geschenk einer Kobold-Delegation. Wobei, dafür ist er eigentlich zu groß. Okay, mitnehmen können wir den auch nicht. Gut, dann gehen wir mal wieder hoch. Mit dem Buch hier können wir auch nicht quatschen. Das hatte ich ja gerade schon mehrmals probiert. So, mit der Schnur. Erstmal gucken, ob wir hier mit irgendwas anstellen können. Aber anscheinend können wir damit nichts machen. Wir können hier niemanden irgendwie das Seil um den Hals binden. Wir können hier niemanden erwürgen. Wir können hier niemanden abwerfen. Schade. Gut, dann müssen wir was anderes probieren. Oh, mein Gott. Ah, ich sollte echt bei dem Spiel die Finger von der Tastatur nehmen. Ich brauche hier echt nur die Maus. Komm, geht da mal raus. Egal. Können wir vielleicht von hier draußen irgendwie das Seil hochwerfen? Erstmal alles ausprobieren, was man machen könnte. Okay, da funktioniert schon mal nichts. Wir gehen nochmal hoch. Nochmal nachfragen. Was brauchen wir alles? Was benötigen wir alles? Einfach mal. Bob braucht seinen Schlaf. Ich sollte ihn nur stören, wenn es Neuigkeiten gibt. Er schläft 24/7 dort. Betrachte den Mondbrunnen. Wenn die Mutter der Freundin eine Elfenpriesterin ist und man bei ihr einen guten Eindruck hinterlassen will, sollte man das in ihrer Gegenwart nicht als Pool bezeichnen.
Dabei habe ich es nur gut gemeint. Ich habe Sie und Ivos Vater sogar eingeladen, sich mit uns reinzusetzen. Oh. Ich musste mir einen ziemlich langen und ehrlich gesagt ein klein wenig feindseligen Vortrag anhören, dass das hier ein heiliger Mondbrunnen ist. Aber wenn sich die verschwitzten Füße nach einem langen Tag nach Abkühlung sehnen, hä? Was dann? Meine guten Argumente wurden ignoriert. Oh, er hat doch nicht ernsthaft. Eines Tages wird Ivos Kind überall das hier herrschen. Ich werde bis dahin lange tot sein. Vielleicht wird es niemals von mir gehört haben. Ja. Oder du bleibst einfach hier. Wie wär's? Na, so als Prinz. Na gut, ein bisschen andere Klamotten wäre schon nicht schlecht, aber ist auch nicht, warum der sich immer... Das ist ja Winterkleidung hier. Richtig tiefster Winter, ey. Gut, können wir mal ganz kurz hier was mit der Schnur machen? Irgendwie hier sowas zusammenbinden oder sowas? Nö, ne? Können wir nicht, alles klar. Dann würde ich sagen, gehen wir mal aufs Schiff. Na, hier können wir auch nichts machen. Genau, wir gehen mal aufs Schiff. Und schauen mal nach, was wir auf dem Schiff machen können. Hey, Fee. Übernimm du mal. Ich muss nachdenken. Wozu, Bruder Luca? Oh, ich mag das Vieh einfach. Ich mag es einfach. Ich weiß... Warte mal, ich kann doch mit Nate ablegen. Wir gehen da trotzdem erstmal runter. Wir quatschen erst nochmal mit der Mary. Mary und ich necken uns gerne. Sie sagt dann zum Beispiel, ich hätte keine Ahnung von Luftschifffahrt und wir würden nur in der Luft bleiben, weil sie ständig ignoriere, was ich ihr befehle. Ist doch gut. Quatschen wir doch mal mit ihr. Hey Mary. Kapitän Nate? Wie ist der Kurs? Wie ist der Kurs, Steuermann? Frau, Schiff. Wir liegen im Hafen, wir haben keinen Kurs. Ach, spiel doch mit. Ich mag diesen nautischen Kram. Hm. Kurs 2456 Grad Nord-Süd, Kapitän. Sehr schön. Kurs halten. Zu Befehl, Kapitän. Wow, die Mary ist richtig glücklich. Die ist richtig heftig. Mein Gott. Ivos Mutter, sie hat sie einfach ausgeschaltet. Was fällt ihr ein? Ausgeschaltet? Magischer Elfenkram. Am liebsten würde ich da hochgehen und... Du bist kein Kämpfer, Captain Nate. Du bist... Nein, Moment. Ein Denker bist du auch nicht. Was genau bist du? Ein Platz Macher, halt. Larry. Ein Macher. Ich hätte jetzt Platzhalter empfohlen. Es sieht so aus, okay, als würden wir bald zum nächsten Abenteuer aufbrechen, Mary. Lorem Ipsum, die verschollene Wüstenstadt. Ich reise mit dir, wohin du willst, aber ich fahre. Alles klar, lass mich wissen, wenn es ein Problem gibt. Und dann? Genau, dann. Wir schauen mal in den Kleiderschrank. Weil er ist der rote Pirat hat mich immer und immer wieder nach seinen Kostümen gefragt, als ich mit ihm getrunken habe. Ich habe es nicht übers Herz gebracht, ihm zu sagen, dass wir einige als Schmierlappen benutzt haben. Oh. Wir haben für ihn noch kein Kostüm. Eine Matrosenuniform samt Mütze und Entenschnabel aus Pappe. Nein, die dürfte mir in der aktuellen Situation nicht weiterhelfen. Ach klar, komm, hau raus. Ein Häschenkostüm samt Puschel und passenden Ohren. Ich hätte Ivo gerne mal in dem Outfit gesehen. Leider wollte das Vieh es nie hergeben. Was? Was? Wie das Vieh? Jetzt wisst ihr, wer der Osterhase ist. Alles klar. Ein purpurnes Tentakelkostüm. Das ist das einzige Kostüm, das nicht vom roten Piraten stammt. Und das einzige, das laut Vieh tatsächlich einmal nützlich war. Es ist zwar schwer zu glauben, aber ein ganzer Schrank voller Kostüme hilft mir momentan nicht weiter. Schade. Es ist zwar Ach Mann.
Es ist zwar schwer. Achso, das war nur der kleine Schau. Alles klar. Betrachten wir mal den Ofen. Mary verbraucht Unmengen an Kohle. Für den Ofen, aber natürlich vor allem für die Dampfmaschine. Die Bergwerksgilde hat am Ende des Krieges versprochen, die Mary für den Rest meines Lebens kostenlos zu versorgen. Als ich das Angebot zum zweiten Mal wahrgenommen habe, meinte ein ziemlich grimmiger Zwerg, das Ganze sei eher symbolisch gemeint gewesen. Im Siegestaumel wurden so einige Versprechen gemacht und später nicht gehalten. Ja, okay, wir schauen mal. Als wir damals aus den wilden Landen zurückgeflogen sind, hat Ivo hier aufgeräumt. So nannte sie es zumindest. In Wirklichkeit hat sie nur unübersichtliche Ordnung in meine ausgeklügelte Unordnung gebracht. Den Satz müsste ich mir merken. Er ist gut. Navigation ist keine komplizierte Wissenschaft. Ich suche einen Ort auf der Karte aus, zu dem ich gerne fliegen würde. Dann sage ich der Mary den Ort und sie fliegt mich dorthin. Ich weiß nicht, warum andere sich damit so schwer tun. Gut, die anderen können vielleicht nicht mit ihrem Schiff reden. So, wir suchen erstmal den Kurs. Also schön. Also, wir müssen... Da ist Seefels übrigens. Da ist Seefels. Wo sind wir eigentlich gerade? Da ist mal eben ein Düsenjet übers Haus geflogen. Alles klar, läuft für euch. Das tut mir jetzt leid. Das ist die Mary gewesen, die fliegt schon mal los. Oh Gott, war der schlecht. So, wir sind hier im Elfenhain. Nur die besten Kapitäne sind schon am richtigen Ort, bevor sie ihre Reise beginnen. Genau. Ja, Seefels. Nach allem, was Ivo mir erzählt hat, ist Seefels im Moment ein heißes Pflaster. Besser, wir lassen uns dort nicht ohne den Erzmagier blicken. Seine menschliche Version, meine ich. Genau. Jetzt bin ich mal interessiert. Alter, da... Das ist ja wie so ein Teufelsdreieck hier. Neu-Altdorf. Ach du heilige Scheiße. Leinen los. Was? Glaubt das denn? Ja, ich auch nicht. Ich schätze, wir wissen, wer dafür verantwortlich ist. Kurulup. Was? Was ist los? Hey, Fee. Hä? Vergiss es, ich habe alles unter Kontrolle. Kuckuck. Hast du immer noch Hunger? Na? Irgendwas sollten wir dagegen unternehmen. Hier. Lust? Nein. Können wir eigentlich jetzt vom Bord? Also bleib du hier. Mach die Kanonen fertig und bereite dich vor, mich zu retten, wenn es nötig sein sollte. Es sieht eigentlich so aus, als ob wir noch mitten irgendwo rumfliegen. Das habe ich gerade übrigens sogar gedacht. Gib mir endlich die verdammte Elfe! What the fuck? Hier ist keine Elfe! Verschwinde! Was ist denn hier passiert? Was ist denn hier passiert? Hier war das Gericht. Hier ging das auch ganz anders, dass die Treppe ging so und nicht so und die Treppe ging auch nicht so und hier war ein Trog und... Das ist falsch. Beeindruckend, aber falsch. Was zum Henker ist hier passiert? Ich habe selten gesehen, dass etwas so Großes verwandelt wurde. Und wenn, dann nur für kurze Zeit. Normalerweise verliert die Magie ihre Wirkung schnell wieder. Ach ja, die hier, die alte. Ach du Scheiße. Es ist alte Kindermagie, dass sie erwachsene Männer dazu zwingen können, sich an winzige Tische zu setzen und so zu tun, als würden sie Tee mögen. Zum Glück bin ich dagegen immun. Ich mag Tee trotzdem. Dachte, die bunten Tücher. Ich klicke erstmal alles an, was hier... Hier ist übrigens vom Gericht noch der Tisch mit dem Hammer. Also bunte der Hammer. Tücher. Sie scheinen keinen bestimmten Zweck zu erfüllen, außer bunt zu sein. Dann nehmen wir das doch mal mit. Hier ist nicht viel von der Magie der Kleinen verschont geblieben. Der Hammer ist eines der wenigen Beispiele. Aber warum ist der verschont geblieben? Ich sag mal so, die Musik kann ich noch... Die gefällt mir so ein bisschen. Nein, nicht dein Ernst!
In diesem Spiel sind so viele versteckte Sachen. Das kommt mir auch bekannt vor. Aber, die sind so viele versteckte Sachen drin. Wahnsinn. Das hier ist... ist das aus, wie heißt das Spiel denn nochmal? Oder? Ist das doch nicht aus dem... diesem Tentacle-Dingens-Spiel. Ich hab grad keinen Namen im Kopf. Das hier ist das Zeichen vom Ghibli-Studio. Wer es kennt. Tracht die Blume. Ghibli-Studio. Das ist sehr gut. Die drittgrößte Blüte, die ich jemals gesehen habe. Größ? Nein. Eins, zwei, drei. Die Blüte ist zu schön und sie riecht zu gut, als dass man sie einfach in Ruhe lassen könnte. Ich dachte, als dass man die pflücken könnte. Nein, direkt mitnehmen. Können wir die irgendwie kaputt kloppen? Nö. Erstmal gucken. Achso, ich dachte gerade, wir könnten den, Nee, alles gut. Alles gut. Ja, mein Gott, klopf doch nicht die ganze Zeit, meine Güte. Ich will doch erstmal ein bisschen gucken. Sie frisst erstmal den Zauberstab. Nur noch ein Stück, nur noch ein kleines Stück und du hast es! Hey, Vierauge. Nate, schön, dich wiederzusehen. Wieder? Bitte. Wie ich dich kenne, hast du mich nie aus den Augen verloren. Dein Leben war im letzten Jahr nicht uninteressant, das muss ich zugeben. Gute Staffel. Gute Staffel, alles klar. Okay. Ich hätte halb erwartet, dich verwandelt vorzufinden. Ein riesengroßer Fellball mit großen Äuglein. Die Aufmerksamkeit der Ratsvorsitzenden und der reizenden Chantal konzentrierte sich auf den Palast. Zum Glück. Ich schätze, auch du willst sie so schnell wie möglich von der Insel haben. Unbedingt. Ich mag Tragödien, aber ich hatte noch nie den Wunsch, Teil einer zu werden. Ja, dann? Du weißt, warum ich hier bin? Natürlich. Prinzessin Ivo, schau sie dir an. Welchem Spiegel denn? Ich hasse das mit dem Sound manchmal. Das werde ich verhindern. Und ich hoffe, dass es dir gelingt. Auf Dauer dürfte der Anblick langweilig werden. Da ist der Spiegel. Ich habe gerade erst mal geguckt. Hä, wo gucken die denn hin? Hier spielt irgendwelche Ball und das 24-7, jawohl. Ivos Vater meint, ich könnte Ivo nicht gegen den Willen ihrer Mutter befreien. Das wäre in der Tat eine schlechte Idee. Wobei ich zu gerne sehen würde, wie der Versuch ausgeht. Wie kann ich Ivos Mutter davon überzeugen, dass sie nicht im Interesse ihrer Tochter handelt? Tut sie das denn nicht? Die Zukunft ist in ständiger Bewegung. Selbst ich kann sie nicht klar in meinen Spiegeln erkennen. Eine mächtige Priesterin wie sie könnte vielleicht mehr sehen. Nur offensichtlich will sie das nicht. Sie hat keinen Zweifel daran, dass Ivo ihr Leben weggeworfen hat. Sie hält es für unmöglich, dass sie mit einem Kind glücklich werden könnte. Oder mit mir. Eine schwierige Aufgabe, die du... komm schon, Nummer 3! Lauf! Komm! Ja! Ja! Sandage hat gewonnen! Alles klar, wie beim letzten Mal. Es kann einfach nicht bei der Sache bleiben. Ivos Schwangerschaft. Weißt du, wer... Naja. Ivo meinte, du seist nicht der Vater. Aber wer ist es dann? Das frage ich dich. Du bist das Orakel mit den 100 Augen. Augen, die blind sind, solange keine spiegelnde Oberfläche in der Nähe ist. Ivo schien selbst recht überrascht von der Neuigkeit. Sie sprach von einem Fluch, der sie getroffen haben könnte. Ein Fluch, na klar. Ja, dann... Kann ich den Spiegel da haben? Aber selbstverständlich nicht. Aber dann könnte ich immer einen Blick auf Ivo werfen. Und vielleicht ist er auch noch für etwas anderes gut. Er ist dafür gut, dass ich sehen kann, wie die Geschichte weitergeht. Abgesehen davon habe ich noch nie einen meiner Spiegel hergegeben. Es sind Sammlerstücke. Du sammelst Spiegel? Ich ziehe die Frage zurück. Das ist gut. ja. Kann ich den Spiegel da haben? Aber selbstverständlich nicht. Aber dann könnte ich immer einen Blick... Okay, es ist das Gleiche, alles klar. Es ist einfach so. Ich
Genau, zieh mal am besten die Frage zurück. Wegen des Spiegels. Kommt da jetzt wieder das Gleiche oder komm mal, wir klicken einfach mal drauf. Wegen des Spiegels. Ich gebe ihn nicht her. Es ist ein Sammlerstück. Und außerdem könnte jeden Augenblick etwas Spannendes passieren. Das darf ich auf keinen Fall verpassen. Hm. Gut, wir brauchen also irgendwas, womit wir ihn überzeugen können, uns den Spiegel zu geben. Alles ich muss weiter. Klar. Ja, nur zu, hinfort. Es mag wohl keine Buchspur. Naja, okay, alles klar. Ich hatte jetzt gerade eine Vermutung, aber nee, das ist dann doch... Nein. Wir hätten sogar da drin bleiben können, warte mal. Ich trachte den Spiegel. Die Verbindung zweier Spiegel ist manchmal stärker und manchmal schwächer. Dieser hier hat eine besonders starke Verbindung zu dem Spiegel in Ivos Zimmer. Schau dir nur an, wie klar das Bild ist. Ja. Gut, alles klar. Können wir sonst noch was anklicken in diesem tachtigen Spiegel? Ja, gut. Tausende Leben spielen sich hinter diesen Spiegeln ab. Tragödien, Komödien und ziemlich viel Alltag. Ja. Können wir sonst noch irgendwas anklicken? Ah, wir können den Spiegel noch angucken. Einige glückliche Kinder, die in einem Garten spielen. Ivos Mutter will nicht wahrhaben, dass auch Ivos Kinder eine glückliche Zukunft haben könnten. Wen kümmert es schon, dass die zukünftige Königin ein uneheliches Kind hat? Naja, außer mich. Wegen des Spiegels. Ich gebe ihn. Okay, alles klar. Ich dachte, man könnte ihn so mitnehmen. Einige Glück... Wen? Naja. Okay, sonst können wir nichts machen, ne? Genau. Sonst können wir nichts machen. Also sie lutscht an dem Zauberstab, boah, es ist Wahnsinn. Als Ivo mir vom verwandelten Seefels erzählt hat, konnte ich es kaum glauben. Selbst wenn im Stab der Kleinen die Macht ihres Hexenmeister-Opas konzentriert ist, woher hatte er all diese Macht? Aber von ihr auf jeden Fall nicht, die verzweifelt an einer Tür. Gut. Eine ungesunde, künstlich aussehende, übersüße, fettige Parodie von Nahrung. Großartig. Ja, es trifft auch meinen Geschmack. Ich nehme mir einfach mal ein bisschen was davon. Oh. Was tust du da? Ich bewundere die feinen Leckereien. Die sind nicht für dich. Die sind für meine Gäste. Wenn du mitmachen willst, muss ich dich erst hübsch machen. Nein, nein, kein Problem. Ich lasse einfach meine Hände vom Essen deiner Gäste. Alter, ist die. Die wird ja direkt aggro. Gehen wir da zum Schiff? Okay, da gehen wir direkt zum Schiff. Okay. Alles klar, wir reden... Ich spreche sie besser nicht an. Sie könnte mich im Handumdrehen in ein kleines, haariges, pinkfarbenes Vieh verwandeln. Und wer will schon so etwas um sich haben? Nicht dein Ernst. Das Vieh vielleicht. Vielleicht. Komm, wir quatschen mal mit ihr. Die Van Buren. Lady Van Buren, nehme ich an. Ja? Wer bist du? Was willst du? Ich soll mich hier irgendwo für mein Praktikum melden. Ich habe heute meinen ersten Tag hier für mein Praktikum. Praktikum? Ein 6-monatiges, unbezahltes Praktikum, um in den Berufsalltag hineinzuschnuppern. Ich überlege, Pirat zu werden. Ist niemand mehr hier. Bis auf diesen verfluchten roten Piraten und die Elfe, die ihr versteckt. Elfe? Was für eine Elfe? Eine diebische Elfe. Hat mich bestohlen, während ich mich mit diesen verfluchten Spitzohren herumschlagen musste. Sie waren im Elfenhain? Ich habe gehört, da soll es sehr schön sein um diese Jahreszeit. Wir waren nicht drin. Schutzzauber, gegen die selbst mein kleiner Spatz nichts ausrichten konnte. Wie bedauerlich. Und dann kommt man zurück nach Hause und ist von diesen verfluchten Gnomen, Ratten und Elfen beklaut worden. Das werden sie büßen. Die ist ja Feuer und Flamme, leck mich am Arsch.
Und Sie sind sicher, dass die Elfe hier ist? Natürlich! Sie ist mit einem verzauberten Hippogreifen von Seefels aus hergeflogen. Wir konnten ihre Spur bis hierher verfolgen und es gibt keine Hinweise, dass der Hippogreif weitergeflogen ist. Ja, gut. Sie scheinen über erhebliche magische Macht zu verfügen, Madame. Warum holen Sie die Elfe nicht einfach da raus? Glaubst du, ich würde hier meine Zeit verschwenden, wenn es so einfach wäre? Dieser rote Schuft hat uns bedroht. Uns! Er hat da drin eine magische Waffe. Uralte göttliche Magie, gegen die selbst meine Chantal nichts ausrichten kann. Oh Gott. Oh mein Gott. Ja gut. Vielleicht könnte ich reingehen und mit dem roten Piraten sprechen. Ich bin Praktikant. Ich bin entbehrlich. Das ist wahr. Und jede Stunde, die ich hier vergeude, kann ich mich nicht um die Umgestaltung des Landes kümmern. Geh rein. Überzeuge diesen alten Halunken. Okay, vorher sagen wir aber noch, ich bewundere Ihre Arbeit. Beeindruckend, was Sie aus dieser Insel gemacht haben, Lady van Buren. Genau wie in Seefels. Sie und Ihre Tochter sind wahrlich ein Gewinn für das Land. Oh, nun, ich danke Ihnen. Als Politikerin erhält man viel zu selten den Dank, der einem zusteht. Jahrelang arbeitet man unermüdlich für sich und seine Freunde. Und danken es einem die Wähler? Nein! Welche Wähler? Schlimm. Ganz schlimm. Dann darf ich mich entfernen, Lady van Buren? Ja, ja.